Das war natürlich eine Katastrophe, dass er zu nah bei der Polizei war. Und dann haben die Fans gesagt, ja, dann kannst du den verlassen, den nehmen wir nicht mehr als Gesprächspartner, der kann wegklagen. Bringt mal nicht, wir sprechen mit dem nicht mehr. Ja, ich bin ja vom Beruf Pfarrerin. Ich war hier in Dortmund 20 Jahre an der St. Petri-Kirche. Und man fragt sich vielleicht, wie kommt das zusammen? Fanprojektvorsitzende bin ich nämlich auch schon seit 2000 und Pfarrerin in der Gemeinde. Ich bin ja ganz normal Gemeindepfarrerin, also keine mit irgendeinem Sportimpetus oder was oder mit einem Spezialauftrag, sondern ganz normal in der St. Petri-Gemeinde gewesen und habe meine zwischen Taufen, Beerdigungen, Trauungen, Gottesdienstgestaltung, Geburtstagsbesuchen alles gemacht. Und unser Gemeindehaus haben wir neu gebaut, wir haben Kindergarten gehabt, ich habe viele Projekte mit der Grundschule, der Petri-Grundschule gemacht und hatte da auch mit den Krankenhäusern zu tun. Im Augenblick bin ich in der Krankenhausseelsorge am evangelischen Krankenhaus in Hagen-Haspe, da habe ich jetzt gerade neu angefangen. Ja, wie kommt man dazu, diese beiden Posten auszufüllen? Wie kommt man zum Beruf? Ist klar, Ausbildung in Bochum, Heidelberg, in meiner Eifel geboren. Eigentlich müsste ich da Blau-Weiße sein. Meine Familie, also meine Brüder, ich habe zwei Geschwister, zwei Brüder, die sind natürlich im Herner Vorortverein angesiedelt eher. Und ich habe mich dann fein rausgehalten, weil ich meine Konfession, was Sport angeht, eher später ausbilden wollte. Aber ich gedacht, das hat noch Zeit, genau wie heiraten hat auch Zeit, kann ich mir alles noch überlegen. Und ja, bin ich natürlich hier gut angekommen mit Schwarz-Gelb. Ich habe hier angefangen 1988 im Vikariat und eine der ersten Amtshandlungen war, dass ich habe in Dortmunder Süden angefangen, da habe ich meinem Pfarrer gesagt, wenn man hier ist so ein Stadion, Westfalenstadion, geht man da auch schon mal so hin als Pfarrer oder als Gemeindemitglied? Und er so, ja, also ich nicht so, aber ich kenne da einen. Und dann bin ich mit dem Kirchmeister das erste Mal ins Stadion gegangen. Das war 1989, Borussia gegen Werder Bremen. Ich weiß nicht, 2-1 haben sie, glaube ich, gewonnen. Ich stand auf der Nordkurve, ich saß und stand. Und das war ein wahnsinniger Eindruck für mich, weil ich ja aus der Gemeinde, ich komme ja selber auch, bin gebürtig eben, mein Vater war immer Kirchmeister, ich bin immer zur Kirche gegangen. Und ich kannte das eher, dass nicht so viele Leute sonntags in Gottesdienst gehen. Das hat er ja total abgenommen in den Jahren. Und jetzt komme ich ins Westfalenstadion und da sitzen sie alle. Mhm. Ja, wo sind die denn alle nur sonntags? So. Ja, da habe ich mir überlegt, wie das sind ja alles meine Gemeindemitglieder. Bestimmt ein Drittel sitzt jetzt da. Ne? Aber die kommen nicht sonntags. Die würden auch kommen wahrscheinlich, wenn um 10 Uhr Borussia irgendwie ein Sonderspiel gegen Bayern sowieso, wenn sie auch kommen, um 10 Uhr morgens. Okay, ist klar. Ja, den Namen möchte ich nicht so gerne so oft sagen. dann habe ich mich eben mit Fußball befasst, habe ich die Zeitung Westfälische Rundschau mal gelesen, ne, immer geguckt, wie sind die Ergebnisse, wie heißen die ganzen Spieler und so, habe mir das so eingeprägt. Und dann konnte ich mit den Konfirmanden schon mal ein bisschen philosophieren, dann mit den Konfirmandenvätern. Das war schon eine Stufe höher und dann war das plötzlich so ein Selbstläufer. Dann hatte die Schiedsrichtervereinigung davon gehört, haben sie mich angerufen, wollen sie nicht mal Schiedsrichter werden. Dann hat hier eine Kollegin Petra Korun, hatte mal einen Artikel geschrieben über mich, weil die mich persönlich kannte, über eine Pfarrerin, die auswärts fährt mit Borussia, die nach Turin fährt und hat sich das verselbstständigt und plötzlich war ich mitten im Fußballgeschehen mit drin, ne? Einfach so gewachsen, aber das war aus meiner Gemeindetätigkeit, ne? Weil ich immer, die Leute lassen sich ja ansprechen, ich muss das irgendwie lernen, ich muss das aus dem Fußballbereich lernen, wie machen die das da, kann ich davon was übernehmen? Und immerhin gibt es eine Gleichheit, dieses Fußballgeschehen, Fan-Dasein ist identitätsstiftend und das ist
Christentum, das ist christlicher Glaube, das ist Kirche auch, aber wir wollen natürlich mehr, wir wollen eben nicht nur Identität stiften, sondern wir wollen natürlich sinnstiftend auch herangehen. Und das ist manchmal, wenn man so mit Fanclubs da wieder spricht, und oft ist das in der Zeitung, steht das drin, hier Fußballgott und in den Tempel kommen sie rein und hier der Poet, man kennt die ganzen Ausdrücke, ja. Ne, und so. Das ist ja alles so im religiösen Bereich. Also es gibt irgendwie so eine Verbindung und das hat mich immer gereizt, das rauszufinden. Aber letztlich ist für mich dann wichtig, dass ich meinen Gemeindemitgliedern im Bereich Sinnstiftung eben gegenübertrete und nicht nur identitätsstiftend. Das ist auch wichtig, gerade bei Jugendlichen, aber letztlich kann das nicht ausreichen. Und das bei den letzten Dingen hat der Fußball, hat Borussia, hat Mönchengladbach mir nichts zu sagen letztlich. Ne? Sondern wir haben den Fußballern was zu sagen, wenn sie nämlich ihre Niederlagen erleben. Und da sind Fußballer unheimliche Vorbilder. Oder auch negative Vorbilder, wenn sie mit Niederlagen nämlich nicht umgehen können. Und das ist so eine Parallele zu unserem Leben eben auch. Unser Leben besteht ja auch oft aus Niederlagen. Und wenn wir sehen, wie Vereine damit umgehen, wenn sie absteigen und so, wie gehen die obersten, die Vereinsführung, wie geht die damit um? Wie gehen die einzelnen Spieler damit um? Wie gehen die mit ihrem dicken Geld um? Und geben die auch was ab? Das ist unheimlich wichtig und da habe ich immer die Hoffnung gehabt, dass man sowohl bei Borussia oder bei dem Verein oder bei den Fußballern eben was bewirken kann in diese Richtung, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dass man wiederum den anderen Leuten, die sie so als Götter ansehen, sagen kann, das sind auch Menschen wie du und ich, aber die haben eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und wenn sie versagen, dann ist das menschliches Versagen. Da könnt ihr das nicht, da dürft ihr das nicht nachmachen, sondern müsst sagen, das sind eben wirklich Menschen wie du und ich. Und die muss man nicht anhimmeln, sondern die machen auch Fehler und manchmal so schlimme, fahren ohne Führerschein, Ewigkeiten und so. Das ist nicht gerade eine Lappalie irgendwie. Das ist so, Regeln sind egal. Na, so ist das nicht. Da sollte man wieder Straßenbahn fahren, dann sagt er, er ist auch kein Straßenbahnschein. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie er den kaufen soll. Ja, also mein, alterstauglich sind diese Männer hoffentlich. Ne? Und ja. Jetzt habe ich viel gequasselt. Ich will nochmal sagen, im Fanprojekt, ich bin Vorsitzende des Fanprojekts auch ziemlich schnell geworden, als ich hier in der St. Petrikirche angefangen habe. Da bin ich durch meine Gemeinde gelaufen, habe geguckt. Was gibt es hier überhaupt? Nicht nur wer wohnt hier, sondern welche Vereine sind hier? Sportverein, Stadtsportbund, Kinderschutzbund, Drogenberatungsstelle. Das alles war alles in meinem Gemeindebezirk. Inzwischen sind die woanders untergebracht, aber damals war das so. Und das Fanprojekt. Und jetzt war ich ja schon so ein bisschen so auf dem Trip mit Fußball und so. Von zu Hause kann ich das ja alles nicht. Mein Vater war Handballer. Der hatte mit Fußball gar nichts am Hut, also ich war da nicht vorbelastet, habe mir das sozusagen wie eine Medizin angeeignet und zu mir genommen und oder wie so ein Schüler das aufgesogen und dann bin ich da überall hin in diese Vereine und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich bin hier Pastorin und wenn es was gibt, ich bin ansprechbereit und wir sind sicherlich an vielen Orten gibt es Überschneidungen. Ich bin im sozialen Bereich tätig und die Vereine auch. Und da kam ich eben in der Dunstraße, mein Fanprojekt vorbei und habe auch gesagt, so, ich bin jetzt auch Fan, ne, so. Und ja, sagte ja, Pastorin, ja, Wolf-Arndt Marewski damals, ne, und Thilo Danielsmeier, ja, haben Sie denn auch schon mal im Stadion gesessen? Ja, sag ich, habe sogar eine Dauerkarte. Stehplatz. Nee, ich war ja schon, nee. Stehplatz habe ich nicht gemacht, da bin ich natürlich mit den Fans ab und zu hingegangen, Block 13, aber ich war immer Block P wie Pastor, jetzt Block 45, P wie Pastor, Reihe 11, Platz 7. Und habe das jetzt leider vor ein paar Jahren aufgegeben, weil mein Mann Präsident von Phoenix Hagen
gewesen ist und die haben immer parallel gespielt. Ich würde sagen, erste Basketball-Bundesliga, haben immer parallel zu Borussia gespielt und das Familiäre geht natürlich vor, muss sie meinen Mann begleiten und unseren Sohn, da musst du immer zu den Spielen. Da habe ich schweren Herzens meine beiden schönen, wunderbaren Karten abgegeben und bin da nie wieder dran gekommen. Das ist für mich ein großer Schmerz, aber da sind wir an einem Zimmer beim Streit. Ja. Sie und unser Verein oder Sie und die Boxer, die haben eins gemeinsam. Wissen Sie was? Wenn ein Boxer einmal am Nappaleder geworfen hat, dann kommt er von dieser Sportart. Wenn Sie einmal im Stadion waren, kommen Sie vom Borussia nicht mehr los. So war das. Verbindet uns. So war das. Ja, genau. So, darf ich aber noch eine Sache anfügen? Weil Sie fragen sich, wie ist Dieter Schumann jetzt an mich geraten? Ja, der ist fromm. Oder wissen Sie alle? Wissen Sie alle? Der Dieter ist fromm. Dieter ist fromm. Das finde ich richtig super. Oh. Aber fromm bin ich trotzdem. So war das nicht. Es war so, dass unser Fanprojekt hat ja mehrere, ich habe ein paar Sachen noch mitgebracht, hat ja mehrere Bereiche, wo wir tätig sind, also im Stadion, außerhalb. Wir haben ja auch ein eigenes Büro und eine Anlaufstelle für die Ultras und für die Hooligans. Vieles übernimmt der Verein ja inzwischen. Das ist ja eine riesige Entwicklung. Und das, was wir früher gemacht haben, bei uns im Hinterhof, Hudenstraße, immer Plakate, Fahnen, Sprühen, irgendwelche Aktionen im Stadion vorbereitet, das macht der Verein inzwischen alles auch selbst. Die haben eine Fanabteilung, das haben die zum Teil alles übernommen. Und bei uns bleibt dann letztlich so das richtig harte Geschäft, nicht mehr so die weichen Faktoren. Das ist auch eine Schwierigkeit, weil wir jetzt natürlich über diese Sachen eigentlich immer zu den Fans einen Kontakt hatten. So niedrigschwellig, da hat man eben freundlicherweise auch für den Fanclub irgendeine Feier ausgerichtet oder man hat beim Umzug geholfen. Also wir machen Einzelfallhilfe, wir machen Gruppenangebote. Aber das hat sich in letzter Zeit ein bisschen verändert, weil der Verein da eben auch seine Fühler ausstreckt und gesehen hat, das ist wichtig und das jetzt auch selbst übernimmt und auch Geld da rein schießt und eigene Leute engagiert aus der Fanabteilung. Die machen das eben selbst, das sind auch Hauptamtliche. Ja, ich habe hier Jahresbericht mitgebracht, den will ich Ihnen natürlich übergeben und da stehen so ein paar Sachen drin, können Sie im Nachhinein nochmal reingucken. Was wir so machen, Streetwork, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist eben das Lernzentrum, wo wir sehr viel mit Lernschwachen und Lernverweigerern, lernschwachen Schülern zu tun haben. Und wir arbeiten dann mit dem Arbeitsamt zusammen, mit dem Jugendamt. Und da gibt es immer ganz verschiedene Projekte. Meistens sind das so Module, die angeboten werden und die Lehrer können die buchen. Und darüber haben wir eben Dieter Schumann kennengelernt, weil nämlich der Boxsportverein auch ein Modul angeboten hat, das wir projektweise dann meistens bei diesem IT-Fitness-Camp hatten. Jetzt in diesem Jahr hat sich nichts ergeben, aber das ergibt sich eben manchmal so, dass wir mal eine kleine Pause hatten. Ne? Aber das ist für die Jugendlichen ein Riesending, stand ja heute wohl auch in der Zeitung. Dass das für Jugendliche auch eine ganz tolle Art ist, angesprochen zu werden und wo sie sagen können, ich kann auch mit dem, was überschießend in mir drin ist, kann ich erstmal was machen, ich kann dann erstmal loswerden, damit ich dann bereit bin, darüber nachzudenken, was ist in meinem Leben eigentlich wichtig. Ne? Und das ist uns im Lernzentrum wichtig, dass Jugendliche da hinkommen, dass sie darüber nachdenken, über ihr eigenes Handeln reflektieren und sich eine Perspektive selber erarbeiten für ihr Leben, dass sie wissen, wo will ich eigentlich hin? Ist das das, was ich jetzt gerade mache, das Richtige, oder kann ich das noch verändern? Wir wollen natürlich viel in Veränderung gehen. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung hierher und dass Sie mit uns so zusammenarbeiten immer. Ich finde das riesig toll, was Sie machen. Und auch, was Sie hier als Verein zustande bringen und so viele Leute, so viele verschiedene auch unter einen Hut bringen. Aber dass Sie alle auch schon was in Ihrem Leben geleistet haben, ganz viele Weltmeister hier sind, das haut mich richtig um. Also,